was wir als Google am Markt für die Kunden und mit den Kunden gemeinsam entwickeln können, ist einmalig. Mal eine ganz andere Frage. Nehmen wir mal an, du arbeitest nicht bei Google, sondern gründest ein eigenes Unternehmen. Wie würde das aussehen? Jetzt muss ich lachen, weil das ist keine Aufforderung. Ich mag dich gerne im Team behalten, aber wie würde das aussehen? Genau, deshalb muss ich gerade lachen. Das ist natürlich schwer vorstellbar, aber vielleicht just in case. Das Geschäftsmodell des Unternehmens wäre auf jeden Fall datenbasiert. Und der Kunde wäre, wie auch bei uns bei Google, auf jeden Fall im Vordergrund. Und es geht darum, die Challenge des Kunden zu lösen. Also auch wenn ich, so arbeiten wir heute bei Google, so wäre auch mein Startup aufgesetzt. Weil ich die Startups, die ich sehe, die am erfolgreichsten sind, sind die, die den Kunden auch in das Zentrum des Geschehens setzen. Und dann kommt vielleicht noch mein persönlicher Background dazu. Energie wäre sicherlich Teil des Ganzen. Ich habe einen Background in der Energiebranche und gerade da haben wir heute noch keine nachhaltigen und skalierbaren Lösungen. Deshalb würde das sicherlich, wenn ich gründen würde, auch eine Rolle spielen. Ja, cool. Was würdest du da als allererstes tun? Ich meine, du hast gesagt, ja, du beschäftigst dich dann mit den Challenges des Kunden, aber die Challenges der Kunden heute, die sind ja so vielfältig. Was würdest du als erstes tun? Mit Google Cloud sprechen natürlich. aber mal Scherz beiseite. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich Step 2. Step 1 wäre, das richtige Team on board zu holen. Auch das unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr von meiner jetzigen Rolle und einer Startup-Gründung. Mit dem richtigen Team ist sehr, sehr vieles möglich. Und gerade bei einer Gründung muss das Team zusammenhalten, an einem Strang ziehen und nach vorne gehen. Und das wäre Teamwork makes the dream work. Das wäre für mich der Step 1, Step 2, dann der Outreach zu Google Cloud, um eine skalierbare IT auch aufzusetzen für das Unternehmen. Ja, das freut mich sehr. Cool. Ja, gibt es was du bei vielen Digital Natives besonders gut findest und etwas, wo du sagst, finde ich nicht so toll, sollte man anders machen? Vielleicht gerade im Business-to-Consumer, also im B2C-Bereich, gibt es viele Digital Natives, die sind sehr auch auf die digitalen Kunden, also die Digital Natives unter den Kunden fokussiert. Und die nicht-digitalen Kunden werden nicht unbedingt bestmöglich abgeholt. Teilweise ist es Teil des Geschäftsmodells, teilweise ist es aber auch eine Eintrittsbarriere ab einem gewissen Status für weiteres Wachstum. Wenn man sich dagegen den B2B-Bereich anschaut, da ist es so, dass die Startups sehr häufig ihr Geschäftsmodell komplett darauf basieren, dass sie anderen Unternehmen helfen, digitaler zu werden und eben genau die nicht digitalen Unternehmen sozusagen abholen. Das heißt, da sehe ich einen großen Unterschied zwischen B2B und B2C und gerade im B2C-Bereich auch noch einiges an Wachstumspotenzial. Was hast du aus deinen Gründungen, die du bereits getätigt hast, in der Vergangenheit gelernt? Ganz ehrlich, die erste Gründung war ganz früh, Computer Company gegründet. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt im Rahmen meiner Zeit im Vertrieb, Kunden besser zu verstehen und zu schauen, dass man Lösungen baut, die A, aktuell oder in naher Zukunft in den Markt passen, sustainable sind und natürlich auch data-driven embedded sind als Lösung. Das ist ja auch eines der großen Themen, die wir bei Google haben. Zumindest bei meinen Kunden ist häufig eine der Fragen, die ich bekomme, wie bringen wir verschiedene Datenquellen zusammen und wie kann Google auch da vielleicht bei helfen, da wir sicherlich Erfahrungen damit haben, verschiedene Daten zu kombinieren. Was ist deine Sicht darauf? Wie können wir unseren Kunden da weiterhelfen? Ich denke, das, was wir als Google am Markt für die Kunden und mit den Kunden gemeinsam entwickeln können, ist einmalig. Wenn man, wie ich, erst 10 Monate bei Google ist, aber jeden Tag mehr lernt, was wir an Produkten und Lösungen in Google Cloud haben, aber darüber hinaus, was wir mit One Google tun können, mit den Kollegen aus Advertisement, Search, aus dem Bereich YouTube,
Wenn wir dann noch Wetterdaten, du hattest eben in deinem Beispiel genannt, Wetterdaten, Google Earth, Maps, Android, unsere Chromebooks, unser Pixel, das Workspace-Thema mit kombinieren können, dann ist das eine einmalige Gelegenheit. Und stell dir einfach vor, du kannst heute den Kunden tatsächlich sagen, hey, ich optimiere nicht nur deine Wegezeit, sondern ich sage dir auch noch, mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du morgen oder übermorgen schon das Doppelte an Verkehrsaufkommen in Paketlieferung haben. Diese Information ist natürlich enorm wichtig, weil Time to Market und auch Time eines Pakets oder einer Lieferung zum Kunden ist nun mal key und geschäftsentscheidend. Und deswegen sehen wir immer mehr Modelle, die halt eben auch wie jetzt Gorillas nicht nur mehr Essen liefern oder Menschen transportieren wie Uber Eats, sondern dass man halt eben in der Lage ist, in diesem Geschäftsmodell, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zukunft, für die Digital Natives vor allen Dingen, dass man diese Geschäftsmodelle sustainable aufstellt, also nicht nur nachhaltig in Sachen CO2, sondern sustainable aufstellt, dass sie auch halten, dass sie nicht, wenn die nächste Welle von Covid kommt, wenn der nächste große Impact kommt, dass dann das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Ja, das ist super spannend und das ist auch das, was ich im Markt sehe, dass die Anpassungsfähigkeit sehr, sehr wichtig ist. Dass auch die Digital Natives, die vielleicht zuerst auf eine Karte setzen, anpassungsfähig bleiben und wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, auch ihr Geschäftsmodell wieder in die richtige Richtung sozusagen weiterbringen können. Das ist, glaube ich, die Travel-Branche eine derjenigen, die durch Covid gestruggelt hat und die sicherlich da vor größere Challenges gestellt wurde und die Quick-Delivery-Branche eine, die sehr, sehr profitiert hat durch die Änderung, aber sich eben auch sehr schnell angepasst hat und neue Bedingungen in die Geschäftsmodellentwicklung aufgenommen hat. Und da sprichst du mir aus dem Herzen. Gerade die Travel-Branche ist eine der Kundensegmente, die bei uns gerade jetzt im Moment wieder massiv boomt. Und warum ist das? Genau wegen diesem Ökosystem, was man nutzen kann als Geschäftsmodell. Nicht nur eine schnelle Reise zu buchen, sondern auch die Möglichkeit zu haben, mit Google Street View zu sagen, okay, wie sieht es denn da überhaupt aus? Ist das was für die Familie oder ist das für mich für eine Individualreise? Würde mich das reizen? All diese Dinge zu kombinieren, das macht Google aus meiner Sicht einmalig, ja, weil es auch alles aus seiner Hand gibt. Trotzdem sind wir das offenste Unternehmen, und das freut mich auch. Das motiviert mich persönlich auch als Person, als Googler. Sehr gut.